Der heutige Vortrag ist Elements of Image Quality, das heißt Grundlagen zur Bildqualität. Und in dem ersten Teil Auflösung, Unschärfe und Vergrößerung wollen wir uns eben mit diesen Sachen mal befassen. Ich sehe gerade, dass hier in dem Call sind die Leute drin, die die zitierten Normen zum Teil geschrieben haben. Also da werde ich nachher wieder den Kopf gewaschen bekommen, weil es ist so, es soll eine Einführung sein. Es wird also alles etwas sehr vereinfacht sein. Und für andere wird es schon wieder ein bisschen zu vielleicht mathematisch oder zu kompliziert. Aber es geht einmal darum, zu zeigen, wie diese Größen eigentlich definiert sind oder wie sie gemessen werden können. Weil es geht ja oft in den Verkaufsgesprächen und auch sonst in der Diskussion ein bisschen durcheinander, wann ein Bild jetzt scharf ist. Und oft haben sie das Problem, dass sagt jemand, dieses Bild gefällt mir besser. Man sagt, warum gefällt es dir besser? Es ist schärfer, aber wenn man länger überlegt, ist es eigentlich der Kontrast und so. Und da, um da etwas sozusagen eine Grundlage zu schaffen für die Kommunikation, fangen wir heute mal mit diesen drei Sachen hier an. Auflösung, Unschärfe und Vergrößerung. Und ich habe dann vor, noch einen zweiten zu machen im Rahmen unserer Webinare über den Einfluss des Rauschen und des Kontrastes. Das führt mich auch dazu, nochmal zu begründen, warum wir das hier machen. Natürlich wollen wir sozusagen eine kleine Ersatzkontrolle veranstalten, aber sowas würden wir ja normalerweise nicht auf der Kontrolle machen. Was Sie hier bekommen, ist auch eine Warenprobe sozusagen der Webinare oder Web-Trainings im kommerziellen Bereich, die wir anbieten wollen, sodass Sie also sehen, wie so etwas zum Beispiel ablaufen könnte. Nun können wir hier keine praktischen Dinge zeigen, aber so etwas könnte auch Teil einer Schulung sein zum Beispiel oder Teil davon könnte Teil einer Schulung sein. So, ich fange dann mal an. Nur für Sie, die vielleicht schon länger kein Röntgenbild mehr gesehen haben, wollen wir auch noch mal drüber kurz ein Beispiel zeigen, was man unter Bildqualität verstehen könnte. Wir haben hier links unten ein Röntgenbild, so wie ich es vielleicht normalerweise machen würde. Sie sehen hier eine Aluminiumplatte mit einigen Penetrometerdrähten. Das ist so ein Penetrometer hier. So, ja. Gut, viele kennen das vielleicht von Ihnen. Das sind einfach Aluminiumdrähte bekannter Dicke. Und dann sieht man, ich sag mal, hier mal nach rechts hin die Unschärfe vergrößert, in dem Fall durch Verdrehen der Röntgenröhre, das Brennflex sozusagen, spielt aber in dem Zusammenhang keine Rolle. Und hier haben wir mal das Rauschen zunehmen lassen. Und da sieht man, das wird eben schlechter sozusagen von der Empfindung her. Und man sieht auch, dass durch das Verändern der Schärfe auch der Kontrast sich ändert. Also die Dinge sind nicht ganz voneinander unabhängig. Man bräuchte also hier dann schon wieder ein besseres, geringeres Rauschen, um wieder den gleichen Bildeindruck oder die gleiche Erkennbarkeit zu haben. Also man sieht, diese drei Dinge sind irgendwie miteinander verknüpft. Und dann kommt noch dazu, dass man hier auch sofort sieht, dass diese Bildqualität keine Eigenschaft der Maschine oder des Systems zunächst einmal ist, vielleicht in irgendeinem Maximalsinne, sondern eine Eigenschaft der Prozedur und des Objektes auch. Und deswegen könnte man vielleicht vereinfacht und etwas polemisch sagen, Bildqualität ist eine Eigenschaft des Bildes und nicht von irgendetwas sonst. Und deswegen müssen wir jetzt zuerst mal über diese Bilder reden. Nun könnte man sagen, warum machen wir das denn nicht immer hier gleich wie links unten? Ist ja wunderbar, sieht man hier sogar den Dreck und so weiter und das verschwindet hier schon. Also ist klar, das hier ist immer das Beste. Das wäre so, aber es ist so wie bei der Anschaffung von anderen Dingen. Vielleicht genügt ja auch das. Und das hier dauert 10-mal weniger lang als das hier, also als das Gelbe. Und das hier rechts oben würde vielleicht auch 2-mal weniger kosten unter Umständen. Also diese Fragen müssen natürlich auch berücksichtigt werden. Und deswegen ist es gut, wenn man für die Bildqualität eben ein quantitatives Maß hat, dass man die Sachen zusammen mit dem Preis und so weiter und der Anwendung und der Zeit, die man braucht, vergleichen kann. Der Inhalt, das ist jetzt nicht streng die kapitelmäßig gegliedert. Ich werde also zunächst mal etwas Unschärfe und Auflösung miteinander in Verbindung bringen und erklären, was das ungefähr ist. Dann zeigen, wie man diese Unschärfe misst in einem System, die Bildunschärfe, E2002. Dann, wie man das Ganze in der CT macht oder machen kann. Dann etwas über den Zusammenhang zwischen Unschärfe, Detektorbildauflösung oder Bildauflösung generell und MTF, die werde ich dann einführen, was das ist. Die Detektorbildauflösung, SRB, ich lese die Normen nicht jedes Mal extra vor, die stehen ja da. Und dann etwas über die Messung der
Brennfleckgröße, dazu werde ich später noch was sagen, aber nur vorweg, ich habe da nur eine Norm genommen. Da gibt es sehr viele für die verschiedenen Bereiche, verschiedenen Brennfleckgrößen, die zum Teil auch nicht ganz kongruent sind. Ich habe mal etwas genommen von den neueren Dingen, die schon auf Konvergenz mit den anderen Definitionen von Auflösung sozusagen zusammenpasst. Ich habe mich da nochmal vergewissert bei entsprechenden Leuten. Und dann, wie man aus diesen Größen, wenn man welche hat, zum Beispiel die Gesamtunschärfe ausrechnen kann. Also wenn die Maschine spezifiziert ist, kann man daraus die Gesamtauflösung in einem Fall ausrechnen. Was gibt es sonst noch für Einflüsse darauf? Fangen wir mal an mit der Auflösung. Und da, wie das immer so schön heißt, da stellen wir uns erstmal ganz dumm und fragen, was soll das überhaupt sein? Und so eine gängige, also ich will nicht sagen die Definition, aber ein gängiges Konzept oder die Idee ist, wir schauen uns ein Muster, ein periodisches Muster aus absorbierenden, hier im Röntgenfall, und nicht absorbierenden Streifen an, also hier absorbierend, nicht absorbierend. Diese Streifen haben alle die gleiche Breite und den gleichen Abstand, der Breite entspricht. Und nun wissen Sie schon intuitiv, wenn man den immer feiner macht, dann werden diese Streifen irgendwann einmal verschwinden. Das heißt, sie werden ineinander verschwimmen. Und an diesem Punkt, sagen wir mal, das wäre jetzt so ungefähr die Auflösung. So könnte man mal da herangehen. Und wie kann man jetzt diese Feinheit eines solchen Gitters beschreiben? Man könnte zum Beispiel sagen, wie viele von diesen Linienpaaren, das wäre immer ein schwarzer und ein weißer, pro Millimeter da drauf sind. Also das ist ja willkürlich, aber hier bei unseren Objekten, das ist ja alles so im Millimeterbereich, da würde das ja passen. Und für die späteren Sachen, wenn man jetzt für die spätere Definition könnte man sagen, gut, und so ein Streifen, das wäre ja dann so eine Art Auflösung, da nimmt man dann, da könnte man sagen, das ist sowas wie die Grundauflösung oder so. Ja? Das ist zunächst mal eine reine Definitionssache. Nun ist das ja noch keine Definition. Wir wissen nicht, wie so ein Ding aussehen soll, wie man das machen soll, wie man das verwenden soll und vor allem, wie man das Ganze dann auswertet. Und am Schluss soll ja eine Zahl rauskommen. Damit werde ich mich gleich beschäftigen. Man soll allerdings diesen Begriff der Auflösung oder Unschärfe nicht mit der Detailerkennbarkeit verwechseln, weil hier bei solchen Messungen eigentlich immer der Einfluss des Rauschens unterdrückt wird. Wie das gemacht wird, zeige ich gleich. Also das ist wirklich eigentlich eine geometrische Eigenschaft des Röntgensystems. Wie gesagt, jetzt kann man damit noch nicht viel anfangen. Und deswegen braucht man halt eine technische Vorschrift in der Praxis, sowohl in experimentellen Physik oder in der Technik, im Engineering, Ingenieurswesen. Also irgendeine Vorschrift, wo steht, mach so und so und so. Und das, was dann rauskommt, das ist zum Beispiel die Auflösung. Und da gibt es zum Beispiel in dem ASTM-Normensystem, die E2002, hier fehlt das E, Bestimmung der totalen Bildunschärfe und Basisauflösung in Radiographie und Radioskopie. Da wird zunächst einmal ein Bildgüteindikator definiert. Ich habe ja eben was von periodischen Gittern gesagt. Das macht man hier zwei Stück lang ja schon durch Doppeldrähte. Das nennt man so auch Doppeldrahtsteg. So ein Ding hier nennt man, so eine kleine Gruppe nennt man auch Element, glaube ich. Und diese Elemente sind im Querschnitt, wenn Sie hier einen Querschnitt durch so aufgebaut, Sie haben einen Draht einer bekannten Dicke und einen zweiten der gleichen Dicke und dazwischen ist eine Lücke des der genau diesem Durchmesser hier entspricht, sodass das also periodisch angesehen werden kann. Und nun hat man eine ganze Reihe von diesen Elementen, das sehen Sie ja hier, und Sie sehen auch hier, dass Sie da vielleicht nichts mehr sehen bei dem hier, und bei da sieht man noch was, die Trennung dazwischen. Und das wäre auch die einfachste Art, das Ding zu verwenden. Man guckt einfach mal dahin und sagt, aha, den sehe ich noch, den sehe ich nicht mehr, dann wäre das hier der Durchmesser dieser Drähte hier von diesem Element die Basisauflösung oder das Doppelte wäre dann die totale Unschärfe. Und so ist es dann hier in so einer Tabelle definiert. Diese ganzen Drahtelemente haben Nummern von D1 bis D13. Ich glaube, es gibt jetzt sogar einen mit 25, also hier noch dünnere Drähte. Die fangen bei 0, das ist übrigens ein Fehler, sehe ich gerade. Da war heute Morgen noch das Bild hier vom Team drüber. Das sollte 0,8 stehen. Und dann geht es hier runter bis 0,05. Auf der Seite hier stimmt es. Wenn Sie dann das hier immer mal 2 nehmen, dann haben Sie hier praktisch den Unschärfewert. Und der Basisauflösungswert entspricht immer dem Drahtdurchmesser. Und die Linienpaare sind natürlich dann, wenn Sie ein Paar nehmen und
das durch die Millimeter durch ein Paar definieren, dann sehen Sie, wie viele da in einen Millimeter reinpassen, dann wäre das hier der Linienpaarwert. Also die einfachste Anwendung wäre, der erste, den Sie nicht sehen, wäre die Unschärfe, beziehungsweise dann hier hätten Sie den Basisauflösungswert und die Linienpaare. So, da hat man dann aber, sagen wir mal, das ist so ein bisschen Raten vielleicht, auch braucht man vielleicht ein bisschen Erfahrung. Und deswegen macht man dann einfach ein Röntgenbild. Sie sehen, das hat eine Vergrößerung, die brauchen wir aber nicht, aber nur, dass Sie mal sehen, man tut das dahin, wo man eigentlich später sein Objekt hinstellen will oder ja, direkt dahin. Und dann kriegt man ein entsprechendes Röntgenbild und das wertet man aus. Die Vergrößerung braucht man für den Zweck nicht. So, das würde jetzt zum Beispiel von dem Ding so aussehen, von diesem Doppeldrahtsteg. Und die Auswertung wäre dann so, die quantitative, man nimmt hier einen Streifen, der mindestens 60% da erfasst und summiert immer in dieser Richtung und dann bekommt man ein Linienprofil. Das sieht dann so aus. Und dann wertet man diese Dips hier aus, diese Einkerbungen im Verhältnis zur Höhe dieser Peaks und schaut, an welcher Stelle das nun genau 20% wären. Da sehen Sie, da ist ja meistens gerade keiner, wo 20% ist. Also macht man entweder durch Interpolation, das steht hier, rechnet man aus, wo bei welcher Drahtdicke der wäre. Oder man macht eine solche Interpolation, man trägt diese ganzen Verhältnisse zwischen der Höhe und dieser Einkerbung hier auf und fittet daran ein Polynom vom Grad 2 an, das steht hier. Und daraus kann man ja dann mit der entsprechenden Formel die Stelle ausrechnen, wo der gerade bei 20% das schneidet, diese grüne Kurve, also hier diese 20%-Linie. Und das ist dann die, aufpassen, nicht falsch sage, die SRB, also die Spatial Resolution Basic, so heißt es im Standard. Und weil die durch Interpolation gewonnen ist, heißt sie ISRB. Die andere heißt Visual und die mit der linearen Interpolation zwischen den beiden, das steht in dem Standard drin, wie das gemacht wird, heißt dann 20%. Und die Unschärfe ist der doppelte Wert, das ergibt sich eben aus dieser Tabelle. Das ist hier also wirklich praktisch aufzählend da definiert, also immer den Faktor 2 dazwischen. Ich komme mal später drauf, wo das, soweit ich das verstanden habe, herkommt. Das ist mir eine politische Sache gewesen, glaube ich, ursprünglich mal eine historische. So, jetzt könnte man ja sagen, wie machen wir das denn jetzt in der CT? Natürlich können Sie in der CT zunächst einmal Doppeldrahtsteg da an die Stelle stellen, wo Sie eben den Scan machen wollen und das dann auswerten. Und in den meisten Fällen wird es auch etwa stimmen. Solange man eben davon ausgeht, dass die CT die gleiche Auflösung hätte wie das Röntgenbild, das Sie dazu verwenden, was man ja optimistischerweise zunächst mal annehmen könnte. Wir werden aber später sehen, dass dem nicht so ist. Also muss man das irgendwie in dem Scan machen. Und ich habe auch probiert, den Doppeldrahtsteg mal zu scannen. Es ist also sehr, sehr schwierig, weil man muss das dann später auswerten und dann kommt man von einem Problem ins andere. Es ist also ein ziemliches Gewurstel und es ist auch nicht für alle Zwecke geeignet. Nun gibt es schon seit Längerem ein Standard ASTM E1695 aus dem Jahr 95. Der beruht einfach darauf, dass man ein zylindrisches Objekt scannt. Das muss nur rund sein, das muss noch nicht mal besonders gerade sein und nicht besonders perfekt. Also gibt es noch Messungen, die mit dem Rauschen zu tun, dann wäre es schon günstig, wenn es homogen wäre. Aber im Prinzip soll das nur ein schöner runder Stab sein, zum Beispiel aus Aluminium. Und da kriegt man dann eine Scheibe, da ist ein Viertel davon mal gezeichnet, also einfach so eine Scheibe von so einem Stück Material, so ein tomografisches Bild von einem Stück Material. Und da analysiert man jetzt in Abhängigkeit von dem Radius von der Mitte hier den Übergang hier vom Material zur Luft. Das heißt, man geht hier immer so nach außen und guckt, was da passiert. Und wenn man die alle in geeigneter Weise, das ist sehr raffiniert gemacht, also nicht besonders schwer zu verstehen, aber es ist eben sehr pfiffig, wie das da im Standard drin steht, dann bekommt man dann eine Kurve, die den Verlauf von dem Material hier oben, hier unten hat man den Abstand, hier die normalisierten, sagen wir mal, Grauwert oder sowas, oder Schwächungskoeffizienten, da sieht man, wie das vom Materiallevel hier runter geht auf den Luftlevel. Im Idealfall sieht das irgendwie so aus. Und das nennt man dann die Edge Response Function oder die Kantenantwort auf Deutsch wohl. Und wenn man das jetzt differenziert, dann bekommt man so etwas wie die räumliche Unschärfe heraus. Also was man hätte, wenn das Ding eine Linie oder einen Punkt abbildet.
abbilden würde. Wenn das System zum Beispiel ein punktförmiges oder wirklich strichförmiges Objekt abbilden würde, dann würde sowas herauskommen hier. Also das geht natürlich praktisch nicht, weil es solche Objekte kaum gibt. Und deswegen ist das eine geeignete Methode, sowas herauszufinden. Und nun sagt uns die zugehörige mathematische Theorie, die Fourier-Transformation von dieser Glockenkurve hier im Idealfall, die sieht dann so aus, ist die MTF. Und die gibt an, wie die Transmission oder wie der Kontrast, der in so einem, sagen wir mal, so gedachten Streifenmuster auftritt, von der Ortsfrequenz dieses Streifenmusters abhängt. Also 100% setzen wir haben nur zwei Streifen, einen schwarzen und einen weißen. Dann sind wir hier. Jetzt machen wir die Streifen immer feiner und dann wird der Kontrast in den Streifen immer geringer, bis er hier also eben beliebig weit runter geht, bis er irgendwann null ist. Das ist hier logarithmisch aufgetragen, deswegen passiert das hier nicht. Und dann setzt man sich auf den 10%-Wert per Definition und sagt, aha, da wo das 10% erreicht, das ist die Auflösung oder die Unschärfe, Entschuldigung, die Unschärfe. Und diesen Wert kann man dann sozusagen mit diesem UT hier aus der anderen Messung, aus der ASTM 2002, identifizieren. Und wir haben das auch ausprobiert. Es stimmt sehr gut, so auf 10% oder so kann man sagen, dass dieser Wert mit dem gemessenen Wert hier, wenn man das irgendwie direkt versucht, mit diesem Doppeldrahtsteg übereinstimmt. Nur ist das hier eben sehr viel eleganter, einfacher. Sie machen einfach einen Scan, stecken das in ein Programm rein und dann kommt, wenn das Programm richtig funktioniert, dann kommt hinten halt auch sowas raus. Hier ist mal ein Ergebnis von so einer Messung und hier habe ich ja dann noch auf Anregung von unserem Gast Herr Czerpel, hier diese Nyquist-Frequenz noch eingefügt. Das wäre das maximal Mögliche, wenn man einfach die Pixelgröße oder die Voxelgröße sozusagen direkt verwerten könnte. Und es ist halt immer ein bisschen schlechter, weil noch die Brennfleckunschärfe dazu kommt und so weiter. Und dann kriegt man hier in dem Fall zum Beispiel hier 7,02 Linienpaare pro Millimeter. Und wenn man das in diese Formel dann einsetzt, UT ist gerade das Reziproke, dann kommt da 142 Mikrometer als Unschärfe heraus. Also die Auflösung wäre hier sowas wie 70, 71. So kann man das machen. Und das ist konsistent mit den anderen Messungen. Also wenn man da in irgendwelchen Fällen, wo man da vernünftigerweise annehmen kann, dass das passen sollte, das macht, dann kommt auch wirklich das Gleiche raus im Rahmen der Ungenauigkeiten, die da abgeschätzt wurden dazu auch. So, jetzt habe ich schon so eine Relation zwischen zwei solchen Größen verwendet und für unsere Kollegen und für unsere neuen Mitarbeiter, auch für Kunden natürlich, haben wir mal so eine Zusammenstellung gemacht, dass man da nicht immer durcheinander kommt. Weil wenn ich es dann immer mal 5 Wochen nicht gemacht habe, muss ich mir auch noch mal kurz überlegen. Also, wie hängt zum Beispiel die Unschärfe 20% mit der ISRB zusammen? Das ist mal Faktor 2, weil das eben gerade ein Draht und ein Zwischenraum wäre sozusagen. Mit der MTF ist es immer das Reziproke und wenn der Faktor 2 kommt, dann da höchstens mal rein, weil das dann wieder genau dem entspricht. Hier hat man zum Beispiel UIT, dann sind es hier 2 ISRB. Und so kann man das alles schön ineinander umrechnen und das sollte eigentlich, wenn im Rahmen gewisser Vereinfachungen, die da immer gemacht werden, wenn sowas etabliert wird, auch das Gleiche rauskommen. Das ist auch so. Ich zeige nachher mal ein paar Fälle, wo das scheitern kann, aber das wäre dann die Rechnung. Jetzt können Sie mich fragen, warum hat man da 3 verschiedene Größen? Wie gesagt, es hat historische Gründe. Vielleicht komme ich da nachher noch mal kurz drauf, das kurz anzusprechen, warum das so ist. Hier haben wir ja schon den ersten Fall. Das nehmen wir mal an. Oder wir sehen jetzt also, wir wissen, dass die Hauptbeiträge zur Unschärfe kommen einerseits vom Detektor und zum anderen von der Röntgenquelle über die endliche Brennfleckgröße, also die Größe der Röntgenquelle. Und bei dem Detektor sind es eigentlich die Pixel, aber wie wir gleich sehen wollen, sind die Pixel sozusagen nur die Voraussetzung für eine gewisse Auflösung und nicht dasselbe. Sie ist meistens schlechter oder eigentlich immer, würde ich sagen. Und nun schauen wir uns zunächst einmal den Detektor an. Da verwendet man im Wesentlichen die Basic Spatial Resolution, also dieser Wert, der sozusagen einem Strich entspricht. Und da kann ich gleich mal kurz sagen, warum nimmt man da keine Unschärfe? Ich glaube, es liegt daran, dass als Detektorhersteller haben Sie natürlich gern etwas als Spezifikation, was in der Gegend der Pixelgröße liegt und nicht das Doppelte, weil dann führt das sofort wieder zu Verwirrung bei Spezifikationsvergleich. Für die Auflösung ist es vielleicht nicht, Berechnung von Auflösung ist vielleicht nicht so hilfreich, aber den Faktor 2, wenn man schon mal so weit ist, kann man sich dann vielleicht auch noch merken. Und
Na, wie bestimmt man jetzt die wirkliche Auflösung des Detektors? Man nimmt eben einfach wieder diesen Standard 2002, das ist in dieser ASTM E2597 beschrieben, und macht das Ganze bei Vergrößerung 1. Das heißt, man klebt das praktisch direkt auf den Detektor drauf, sodass die Vergrößerung so gut wie möglich 1 ist. Und dann hat der Brennfleck keine Wirkung mehr, wie Sie gleich sehen werden. Und dann kann man das hier hinten auswerten und dann bekommt man direkt die Basisauflösung oder die Unschärfe des Detektors raus. Macht man wieder nach dieser Methode hier. Ich habe dasselbe Bilder genommen, das Prinzip ist das gleiche. Und dann käme da zum Beispiel raus, der hätte jetzt hier eine SRB von 0,202 mm, also 202 μ. Und wenn man das jetzt mal für verschiedene Detektoren macht, hier die mit den Namen, das sind die, die wir so im Laufe der Zeit verkauft haben oder noch verkaufen, und es vergleicht Pixelgröße, die kennt man ja ziemlich genau, das heißt im Herstellungsverfahren, und die SRB, da sehen Sie, dass das sich schon mal gehörig unterscheiden kann. Hier zum Beispiel bei dem sind das schon mal so 10% mehr, hier unten ist das Verhältnis. Und bei dem sind es sogar 30% mehr, 100 kleine Pixel, ne, und dann 126, macht ungefähr 1,3. Bei dem hier ist sehr schön, Dynamic 41 200, da sind die genau gleich, 1. Und Sie sehen, es gibt auch zum Beispiel auf dem Markt oder gab es Detektoren, die Namen hier oben weggemacht, zum Beispiel Pulver statt mit Cäsiumiodid, mit Pulver. Da kommt dann raus, hat vielleicht andere Vorteile, aber hier kommt dann raus, da ist das schon ein ganz erheblicher Unterschied. Und ganz interessant finde ich immer das hier. Das ist immer sehr verführerisch, wenn man es hier mit den 200 hier vergleicht. Aber wenn man dann den wirklichen Auflösungswert anguckt, ist es kaum noch ein Unterschied. Also bei weitem nicht so groß, wie es zunächst erscheint. Und da muss man sich dann schon mal überlegen, ob der vielleicht hier auf der Seite mehr noch ein paar Vorteile hätte gegenüber dem. Das muss man sich auch immer irgendwie erkaufen, so eine kleine Auflösung. Also das sind schon interessante, das ist schon die interessantere Zahl, weil Ihnen das wirklich zeigt, was Sie mit dem Detektor bei einer bestimmten Vergrößerung sehen würden. Während das ja mehr oder weniger eine Fertigungsspezifikation ist. Ja? Die Pixel sind halt so groß, das ist vielleicht die Untergrenze für die Auflösung, aber es ist eben nicht die Auflösung. Das wird oft, denke ich, verwechselt. Also Kunden würde ich sagen, die meisten fragen, was ist die Pixelgröße und nicht, was ist die Auflösung des Detektors. Bei der Röntgenröhre ist es da schon ein bisschen anders, weil die hat, das mit der Brennfleckgröße hat, ist ja da schon ein sehr Konzept, das war schon zu den Filmzeiten eigentlich eine sehr wichtige Sache natürlich, ganz automatisch, weil das ja sofort diese Unschärfe auf dem Bilder erzeugt. Ich möchte nur noch mal kurz wiederholen, was man darunter versteht für die Leute, die das vielleicht so zum ersten Mal sich damit beschäftigen. In der Röntgenröhre werden die Röntgenstrahlen ja dadurch erzeugt, dass Elektronen auf ein Target geschossen werden als Teil einer Anode hier, und dort ist dann ein kleiner Bereich, der von den Elektronen getroffen wird, und weil die Elektronen sich in diesem Material kaum ausbreiten können, ein paar Mikrometer, kommt von dort eben auch die Röntgenstrahlung. Das ist so, sie treffen das hier und dann kommt an derselben Stelle die Röntgenstrahlung raus. Das heißt, deswegen nennt man das Brennfleck, weil hier die Elektronen sozusagen drauf brennen, wie so ein Brenn, wie vom Brennglas, so stellt man sich, kann man sich das ein bisschen so assoziativ vorstellen. Und aus dieser Stelle kommen dann die Photonen, also die Röntgenstrahlung raus. Also hat man damit sozusagen die Röntgenquelle definiert. Und Sie sehen, dass man da so schräg drauf guckt, ne? Und deswegen ist der auch immer so ein bisschen eiförmig oder je nachdem, das ist ja auch ein bisschen länglich und so. Also der ist auch schon nicht rund. Ja. Und der Gedanke ist jetzt, wie kann man jetzt diesen Brennfleck da bestimmen? Da kommt man ja nicht ran und man sieht ihn eigentlich auch nicht so ohne weiteres. Also man könnte da zwar irgendwie reingucken, aber das ist ja alles in der Praxis viel zu umständlich. Dazu muss man noch mal kurz anschauen, was da passiert, wenn man da so ein Röntgenbild macht. Also wir haben hier unseren Brennfleck, unsere Röntgenquelle. Nehmen wir erstmal punktförmig an und davon kriegt man dann stellt man hier ein Objekt hin im Abstand FOD und dann kriegt man ein Röntgenbild im Abstand Fokusdetektor, so da hinten. Und nun sieht man relativ schnell, wir haben hier ein Dreieck und hier das große Dreieck. Die sind ähnlich, weil sie lauter gleiche Winkel haben, also sind die Verhältnisse in den Dreiecken gleich. Das heißt, wir wollen ja wissen, Bildgröße zu Objektgröße, das ist per Definition die Vergrößerung. Also Image zu Objekt wäre dann hier FDD zu FOD, also Focus Detector Distance zu Focus Object Distance. Also steht hier V ist gleich FDD durch FOD. Also das haben wir schon mal, wir wissen, wie groß die Vergrößerung ist.
Das heißt V, obwohl es in der amerikanischen Norm drin ist. Also steht da halt so. Kann man auch M manchmal nennen. Gut, was ist jetzt, wenn man eine ausgedehnte Röntgenquelle hat? Die eben, das ist ja fast eigentlich immer der Fall, die ist nie beliebig klein. Typischerweise hier bei so einer großen Röhre sind das einen halben Millimeter so ungefähr. Ne? Und da sehen Sie, da gibt es auch Strahlen, die gehen jetzt hier so an der Objektkante vorbei und so an der Objektkante vorbei. Und das erzeugt hier mit den allen anderen Strahlen, die in euch vorkommen können, hier eine Unschärfe, so eine Art Halbschatten am Rand. Und die Breite dieses Halbschattens, das würde man jetzt als Unschärfe bezeichnen. Deswegen redet man immer Unschärfe und nicht von Schärfe, weil Schärfe, das würde natürlich dem Marketing besser gefallen, aber wir sagen natürlich, aber das Problem ist halt die Unschärfe in dem Sinn. Das ist so eben hier in diesem Standard auch so beschrieben. Und da sieht man, da hat man jetzt auch zwei Dreiecke. Und da sieht man, dass A zu B eben hier in dem Fall so ist, wie diese Quellgröße, die Röntgenquellengröße zu dem UG. Und wenn man nun noch zwei Dreiecke macht, das ist nur mal so, dass man sehen, wie man sowas machen kann, dann sieht man schön, dass dieser Abstand zu B so ist wie der zu A. Und dann hat man, wenn man das hier einsetzt und dann hier durchdividiert, dann kriegt man raus, dass das gerade dieses Verhältnis UG, Unschärfe zu Brennfleck, gerade so ist V minus 1, Vergrößerung minus 1. Also ein schöner, einfacher Zusammenhang. Aber eben nicht V mal Phi, sondern V minus 1 mal Phi. Das wird uns später noch einen Effekt erzeugen. So, und wenn man das jetzt hat, kann man sich diese Unschärfe hier wieder in das Bild zurückprojiziert denken. Hier sind wir ja auf der Skala des Detektors. Das Bild kann ja hier sehr groß sein. Wir wollen ja aber wissen, wie groß die Unschärfe in Bezug auf das Objekt ist. Also wenn das hier zum Beispiel ein Millimeter groß ist, wie groß ist das in Bezug auf das? Und dann muss man eben dieses UG wieder durch V dividieren. So, aha, da haben wir schon eine Formel. Wir könnten jetzt einfach sagen, das hier zu dem ist eben, wir messen das aus, diesen Rand hier, und dann kriegen wir das raus. Nun sind solche Randmessungen halt nicht immer so einfach. Und eine Alternative, die man machen kann, die aber in der Praxis auch wieder nicht so einfach ist, aber ein Konzept wäre, wir machen halt ein sehr kleines Objekt, ein sehr kleines Loch. Dann hat man nur Unschärfe. Also man kriegt sozusagen direkt diese Point-Spread-Function raus sozusagen. Und eigentlich ist das ein Bild der Röntgen, ein vergrößertes Bild der Röntgenquelle, die da eben in der Röhre ist. Und dann würde man das ja ausmessen mit geeigneten Mitteln und man mit diesem Faktor multiplizieren oder dividieren, dann kriegt man die Brennfleckgröße raus. Das ist das Konzept. In der Praxis, wie gesagt, im Ingenieurswesen muss man natürlich jetzt genau sagen, was man da machen muss. Und dann sagen, und so musst du das dann berechnen, damit da hinten eine Zahl rauskommt, mit der man irgendwas miteinander vergleichen kann. Also braucht man erst einmal so ein Loch und das macht man in so einer sogenannten Pinhole-Kamera, die in den entsprechenden Normen 11E, 1165 ganz genau beschrieben ist, wie der Form dieses Loches, wie das auszusehen hat hier und so weiter und so weiter. Die Abstände, die Orientierung parallel zum Strahl und so weiter. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, das kann man ja alles da lesen. Und dann legt man da einen Film hin und dann kriegt man so ein Bildchen und da sieht man dann ein Bild des Brennflecks, der hier oben irgendwo da drin ist. Und Sie sehen, so sieht das dann aus. Hier oben hat man die Kathode, die Anode, Target. Und wir schauen ja von da drauf. Also man sieht auch so eine Projektion eigentlich. Also wir messen nicht die wirkliche Größe des Brennflecks, sondern den effektiven Brennfleck, der eben hier auf dem Bild wirksam wird. Da sehen Sie auch, Sie könnten das jetzt beeinflussen, indem Sie die Röhre ein bisschen kippen. Ne? Das machen manche auch. Und dann hätte man einen anderen effektiven Brennfleck. So, also mit so einer Kamera, das ist hier, glaube ich, ein Foto aus Ahrensburg, die machen das da regelmäßig, dann hätte man dieses Bildchen hier. Und nun ist es bestimmt nicht genau genug, das hier auf der Millimeterskala abzulesen, sondern man muss ein Auswertungsverfahren haben. Und diese Norm ASTM E1165 in der neuesten Fassung zieht davor die Methode von Claessens, die läuft ungefähr so ab. Wenn Sie jetzt dieses Bild des Brennflecks auf einem Digitaldetektor haben, dann können Sie das mit so einer Lochblende, mit so einer länglichen Blende, die bestimmte Geometrie haben muss und so weiter, abtasten. Und dann bekommen Sie im Prinzip so ein Profil raus in der Richtung. Und dieses Profil integriert und man summiert also so auf. Und dann kriegt man hier eine Kante, so eine Schwelle. Ja? Und das ist ja eigentlich wieder das Gleiche. Also macht das, was man vorher bei der Tomographie vorwärts gemacht hat, macht man jetzt rückwärts. Man holt sozusagen aus dem, aus der, aus der, ähm,
aus dieser Linienantwort sozusagen wieder eine Kante raus. Und die wertet man dann aus, weil man das eben hier schön machen kann. Und es hat sich wohl auch eingebürgert und scheint stabile Ergebnisse zu liefern. Das hat man dann hier so ein 68%-Bereich, den man nimmt. Und jetzt steht halt drin, man extrapoliert es auf 0 oder multipliziert das hier mit einem bestimmten Faktor. Das war, glaube ich, die Frage von heute Morgen, Herr Matzen, oder jemand das wissen wollte, warum das so mit dieser 0,7 und so. Aber da können wir ja nochmal drüber reden. So, das wäre jetzt so eine digitale Auswertung. Was aber auch geht, man nimmt einfach das Bild und malt da so einen Kasten drum und sagt, so, das ist A und B. Und daraus berechnet man dann die Dimension des Brennflecks. Da hat man aber sofort wieder ein Problem. Hier steht ja genau quantitativ, wie es gemacht werden soll. Und hier sagt man, macht man einen Kasten drum. Und da muss man halt auch sagen, wie man den Kasten drum macht. Und da steht zum Beispiel, also in dieser Norm steht drin, das wäre äquivalent zu der EN1254322. Und dort steht drin, man geht hier 10 bis auf die 10%-Schwelle da in den Fleck rein. Der hat ja außen noch so ein bisschen so ein Halo, ne, so einen kleinen Verlauf, damit man eine definierte Angelegenheit hat. Und nun möchte ich gerne vorausschicken, bei allem, was später kommt, setzt man irgendwie immer so unbewusst oder so, naja, so mathematisch voraus, dass das alles so eine schöne Form hat, hier so eine Glockenform, was die Formeln dann angeht, die ich noch vorstellen wollte. Das ist aber nicht unbedingt so. Das könnte zum Beispiel auch so aussehen bei bestimmten Röhren, vermute ich zumindest, ja. Und was ganz sicher ist, bei vielen sieht es so aus. Also es ist eigentlich, Sie haben es ja vorhin gesehen, das ist ein ziemlich ungleichmäßiges Objekt, weil das kommt von diesem Filament, das die Elektronen imitiert. Sie haben meistens so zwei Spitzen. Und dann können Sie sich vorstellen, wenn hier unten jetzt hier irgendwas noch rum, so als solche sogenannten Satelliten sind, hier irgendwie so ein bisschen gekräuselt noch ist und die 10% bleiben, da sind jetzt, werden jetzt hier zufällig überschritten, was machen Sie denn dann? Das hat nicht so viel Effekt wahrscheinlich auf die Abbildung und so. Also da gibt es ein gewisses Potenzial für Diskussionen immer. Und darüber kann man dann aber andermal reden. Ich wollte Sie nur mal zeigen, man muss also schon fragen, wenn man, bei den Röhren werden so Begleitblätter mitgeliefert, wenn man die miteinander vergleichen will, da kenne ich mich auch jetzt nicht im Detail so aus, aber es ist immer gut zu fragen, wie es genau gemacht wurde, nach welcher Norm, mit welchen Schwellwerten und so weiter. Und das schreiben die da auch rein, das ist kein Problem. Nur, dass das mal gesagt ist bei dieser Gelegenheit. Eine Bemerkung noch, das geht, die Norm sagt so bis 50 μ Brennfleckgröße. Bei noch kleineren Brennflecken gibt es andere Verfahren, die hier drin beschrieben sind, in dieser 125435. Und im Moment wird gerade eine entwickelt. Das Projekt läuft wohl noch 2 Jahre für Nanofokus und noch kleinere Brennflecke. Also es kommt auch noch darauf an, welchen Anwendungsbereich man da hat. Ich habe mich für diese Norm jetzt mal hier für das Prinzip entschieden, weil die wohl so gemacht ist, dass sie mit den anderen Auflösungsmessungen von dem mathematischen Konzept her und so weiter konsistent ist, dass man damit also wirklich rechnen kann mit den Ergebnissen. So, jetzt haben wir die Brennfleckgröße und haben die Detektor-SRB, also die sozusagen diese Basisauflösung des Detektors. Wie kann man daraus jetzt die Gesamtunschärfe ausrechnen? Das ist ja das, was man eigentlich als Nutzer wissen will. Sie kriegen da eine Röntgenröhre angeboten und einen Detektor angeboten und da könnte man ja sagen, was hilft mir das jetzt? Ist das jetzt zusammen gut? Müssen beide so klein wie möglich sein? Oder was brauche ich denn überhaupt, um meine Zwecke zu erfüllen? Es ist ja nicht so, dass der kleinste Brennfleck immer der beste ist. Sie wissen vielleicht, dass der auch weniger Intensität liefert, ja? Oder dass der kleinstmögliche Detektorauflösung immer das beste ist, oder das kleinste Pixel, weil das liefert halt auch entsprechend weniger Zählrate oder Grauwerte. Und das wird eben oft vergessen bei dieser ganzen Angelegenheit. Deswegen ist es gut, wenn man mit diesen Größen da mal so etwas rechnen kann und sieht, ob man das überhaupt braucht oder ob vielleicht es sogar besser wäre, die höhere Intensität zu nehmen für das jeweilige Problem. Also das hat immer alles seinen Preis. Wenn man das hier besonders gut macht oder hier, es geht immer auf die Zeit und auf das Rauschen, was eben die Erkennbarkeit auch erheblich beeinflusst. Also nehmen wir aber mal an, wir hätten die beiden Größen jetzt. Und dann sieht man, man hat hier erstmal die Unschärfe, die von der Quelle kommt. Das sind hier diese blauen Linien oder türkisfarbenen Linien. Und dann kommt noch ein bisschen was dazu hier von diesem Detektor, so eine halbe Pixelbreite sozusagen. So ungefähr macht das ja immer so viel aus. Also das SRB ist ja doch immer in der Gegend da. Und das heißt,
Die eigentliche Unschärfe ist hier noch ein bisschen größer als die geometrische Unschärfe und die kann man dann auch wieder zurückprojizieren auf das Bild und die würde dann hier so um das Objekt herum sichtbar werden. Und das kann man mal überlegen, ob das funktioniert, ob man da was ausrechnen kann. Und da gibt es eine empirische Formel, die ist schon relativ alt, die steht in der ASTM 1000 drin, mit solchen Kuben. Und da sagt man einfach, ich addiere diese blaue Unschärfe, die geometrische und die SRB-Unschärfe, zweimal die SRB sozusagen, also die Detektorunschärfe, jeweils die Kuben und mache daraus die dritte Wurzel und dividiere es dann noch durch die Vergrößerung, damit ich hier hinkomme. So. Und wenn man jetzt alle Größen, die man schon kennt, einsetzt, also V minus 1 mal Phi für die geometrische Unschärfe und 2 mal SRB für die Detektorunschärfe, das ist ja immer so, Unschärfe ist immer 2 mal SRB, und wenn man entweder man rechnet mit den Unschärfen oder mit den SRBs, dann hat man diese Gesamtformel. Ja, die ist also nicht so schwer zu merken, man muss sich eigentlich nur dieses Konzept hier merken, der kubischen Addition, und dann muss man nur noch einsetzen. Dann hatte ich vorhin was gesagt, man geht immer so ein bisschen davon aus, dass das so Gaußglocken wären und deswegen sollte man es eigentlich so machen, dass man hier diese Quadrate nimmt, weil da weiß man ja bei den Gaußglocken, dass sich die Varianzen so addieren, dass man hinterher sozusagen wieder die Halbwerts- oder die 10% Breiten rausbekommt, wenn man die Quadrate addiert. Und dann sieht das so aus und das steht so in der ISO 17636-2. Diese ist vermutlich richtiger und die liefert anscheinend auch in der Praxis die besseren Werte. Wie ich mir habe sagen lassen, wird diese hier aber weiter in dieser Norm verwendet oder ist zulässig, weil eben durch die Geschichte so viele Röhren und Anlagen mit dieser Formel qualifiziert worden sind, dass man das jetzt nicht rückwirkend alles ändern wollte. Und wie Sie sehen würden, ist der Unterschied in der Praxis auch nicht so groß. Ich finde halt, mit Quadraten lässt sich einfacher rechnen, weil man weiß, wo die Tasten auf dem Taschenrechner sind. Aber das ist eben so in solchen Normgebilden, dass das nicht nur reines Engineering ist. Gut, jetzt schauen wir uns mal an. Das bedeutet, dass wir unsere beiden Bildchen, die wir da am Anfang hatten, dieser Draht ist 77, dieser Draht ist 156 Mikrometer im Durchmesser. Und hier hatten wir Phi 15 Mikrometer, SAB-Detektor 200, Vergrößerung 13. Und hier der einzige Unterschied ist, dass ich das hier auf 300 erhöht habe durch die Justierung der Röhre. Und während wir hier eben eine Unschärfe von 34 haben, sodass dieser Draht eben noch schön scharf aussieht, haben wir hier eine Unschärfe von 280. Ne? Und es fällt Ihnen bestimmt auf, dass hier auch der Kontrast abgenommen hat, weil eben diese Absorption hier sozusagen über eine größere Breite verteilt wird. Und da sieht man eben, dass das nicht nur, sagen wir mal, auf die Unterscheidbarkeit von so zwei Drähten sich auswirkt, sondern auch von dem Kontrast da. Gut, also das nur mal zur Demonstration, dass das sozusagen, wenn man das nachvollzieht, das stimmt auch alles immer recht schön. So, jetzt schauen wir uns mal an, was man mit der Formel noch alles machen kann. Jetzt nehmen wir mal so ein typisches Röntgensystem. Nehmen wir mal, bei uns wäre das jetzt für unsere Kunden so ein Vitomex C 450 mit so einer Zwei-Fokus-Röhre. Und jetzt schauen wir uns mal einen Fall an, wo der Brennfleck 400 μ wäre und die SAB-Detektor 200. Dann müssen wir die schon mal 2 nehmen, um die Unschärfe des Detektors zu kriegen. Wäre also auf beiden Seiten gleich hier 400, wenn wir ganz nah an der Röhre sind und wenn wir ganz nah am Detektor sind. Aber, und das erstaunt, hat mich, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, auch erstaunt und viele Leute erstaunt es immer noch, es gibt ein Optimum, einen Minimalwert, so ungefähr in der Mitte. Da kriegt man die beste effektive Auflösung. Also da hat man nicht die kleinste Voxelgröße, sondern aber die kleinste Auflösung. Also hat es gar keinen Sinn, die Voxelgröße noch kleiner zu machen und die Richtung zu gehen oder die Richtung zu gehen, da ist es am besten. Und wenn man jetzt eine andere Kombination nimmt, dass man sagt, ich nehme hier ein 1000 μ Brennfleck, habe ich mehr Saft und mache die Auflösung mit dem Detektor, da gibt es so Fälle, dann muss man eben möglichst nah zum Detektor gehen, das sieht man dann hier, ja, da kommt man vielleicht gar nicht hin, weil die Probe zu groß ist, aber das ist eben etwas, was man mit dieser Formel schön machen kann. Und wenn man Differentialrechnung kann, und ich glaube, der Herr Dschabel hat es auch parallel oder irgendwie früher schon ausgerechnet, es scheint übereinzustimmen, was ich da rausgekriegt habe, da bekommt man dann solche Formeln, da kann man schön ausrechnen, was die beste Vergrößerung ist, um eben um die optimale Auflösung zu kriegen. Also wo man sozusagen, wenn man es in FOD umrechnet, wo man die Probe hinstellen muss, damit man die beste Bildauflösung bekommt. Und das ist für viele Sachen interessant. Das wird auch in der Industrie so gemacht.
Also das hilft einem ja dann doch, da muss man nicht so viel rumprobieren. Eine andere Anwendung für diese schöne Formel wäre jetzt, dass man mal, Sie haben ja gesehen, das mit der Brennfleckmessung ist nicht so einfach, vor allem wenn das kleine Brennflecken sind und so. Ich habe das mal probiert, es ist schon relativ, ich finde, es ist relativ aufwendig für Endnutzer. Aber man kann jetzt zum Beispiel die Bildauflösung messen, dieses UT-Image, und es in diese Formel einsetzen, das entsprechend umstellen, da könnte man sich die Brennfleckgröße ausrechnen. Die SAB kriegen Sie ja von uns mitgeliefert, sozusagen, des Detektors. Das hier können Sie selber relativ einfach messen. Und da gibt es auch so, manchmal so für kleinere Sachen, gibt es diese GIMA-Tests oder so etwas, wenn man die richtig auswertet, kriegt man da schon auch eine Unschärfe raus, auch für kleinere Brennflecke. Und dann könnte man den, sagen wir mal, doch mit einer relativ guten Genauigkeit mal abschätzen oder ausrechnen. So, es passt wirklich ganz gut. So, dass man nicht also immer unbedingt, wie soll man sagen, hier so viel Aufwand treiben muss, das ist eher sowas für die Hersteller, glaube ich. So, sind wir eigentlich da durch. Jetzt gibt es ja nur Sachen, die es vielleicht sonst noch gibt. Das war jetzt das ideale System, dass das nur aus Röhre und Detektor besteht, aber es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass zum Beispiel irgendwas wackelt. Es kann zum Beispiel eine Vibration sein, die da irgendwie von außen eingeschleppt wird, oder eine Probe, die von sich aus so irgendwie komisch so federt, so brrr, ne? Gibt es ja manchmal Rotorblätter oder so etwas. Es gibt weiche Objekte, die während des Belichtens oder speziell in der Tomographie irgendwie sich verändern, wie Pflanzen oder gefrorene Tiere oder können sich alles Mögliche überlegen, Früchte. Also da muss man dran denken, dass die Probe sich bewegen könnte. Oder dass eben in dem Aufbau, wenn man im Feld arbeitet oder wenn die Anlage, was wir nicht hoffen wollen, sehr klapprig ist, dass sich da irgendwas ändert während der Aufnahme. Und das würde eine zusätzliche Unschärfe erzeugen. Deswegen ist es gut, wenn man wüsste, was man erwarten kann, und um so etwas eben herauszufinden. Dafür könnte man das verwenden, indem man einfach hier noch so hypothetische Zahlen dranhängt. Die könnte man dann auch ausrechnen, was da wie sehr wegläuft. Das wäre eine denkbare Anwendung. Oder, was letztens vorgekommen ist, irgendjemand hat aus einer Anlage von uns verwendet und hat irgendwoher einen Rekonstruktionsalgorithmus gehabt, der ein Feature hatte, das ihm sehr gefallen hat. Und dann hat er das da laufen lassen und siehe, das Bild war nicht scharf und hat nicht mehr zu dem restlichen sozusagen Messungen gepasst. Und es lag eben daran, dass diese Rekonstruktionsalgorithmen zum Teil eben Filter oder bestimmte mathematische Eigenschaften haben, die glättend wirken und deswegen dann die Gesamtbildauflösung geringer geworden ist. Also man muss sich dann schon vergewissern, wenn man irgendeinen Rekonstruktionsalgorithmus verwendet, ob der nicht diesen Effekt hat. Und das kann man eben hier auch auf diese Art und Weise herausfinden. Man rechnet sich aus, was man haben sollte, und sieht dann, ob man das auch bekommt. So, zum Schluss möchte ich das noch kurz zusammenfassen. Also, wichtig ist, dass man sich mal merkt, dass die totale Unschärfe zweimal die Basic Spatial Resolution ist. Da gibt es oft Verwirrung, weil der Brennfleck entspricht eher der Unschärfe und die Pixelgröße sozusagen, wenn man sie mal so weit ernst nehmen wollte, eher der Basisauflösung. Man kann diese ASTME 2002 in dem Bereich, wo sie eben anwendbar ist, schön verwenden, um die totale Unschärfe zu messen. Und dann hat man auch gleich die Auflösung. In der CT würden wir eher diese E1695, wie sie auch schon in 1441 empfohlen ist, verwenden. Da ist gerade eine neue Fassung unterwegs, die das noch ein bisschen erweitert in der Anwendbarkeit her. Die Brennfleckgröße und die Detektor-SAB sind eben die Hauptanteile oder bestimmen hauptsächlich die Unschärfe. Man muss also immer an beides denken, nicht nur an das eine oder an das andere und an das Zusammenspiel, wie ich es eben mit dieser Formel hier demonstriert habe. Die Detektor-SAB kann man auch selber messen, wenn man einen unbekannten Detektor hat, indem man einfach diese E2002 bei Vergrößerung 1 anwendet. Und diese Formel, also das ist damit gemeint hier, die mit der Wurzel da und mit den Kuben, die kann man eben auch schön verwenden, um mal sich so eine Vorstellung zu verschaffen, wie groß denn die Brennfleckgröße eigentlich ist in der Anlage, wenn man sonst keine Mittel hat. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe das mal so verglichen mit den Fabrikwerten, also mit den Auslieferungsprotokollen und so weiter. Und man muss immer dran denken, außer der Anlage, da kann auch mal was nicht stimmen, kann sonst noch alles Mögliche schief gehen. Gern sehr beliebt ist, irgendwelche
kippeligen Sachen zu tomografieren, bei dem Halter 10 Minuten zu sparen, so, und dann wackelt das irgendwann und das hat genau diesen Effekt. Also gerade bei den langen CTs ist das eben sehr wichtig, dass das stabil festgemacht wird. So, damit wäre ich dann auch fertig und erwarte Ihre Fragen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit.